was sein könnte. Vielleicht eine neue Map mit zwei Namen. Könnte ich mir gut vorstellen. Hier haben wir einen Bug. What the fuck? Welcome back, Ladies and Gentlemen. Ich bin Cyber Psycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir befinden uns heute in Phasmophobia und heute geht es auch wieder um ein neues Rätsel. In Tanglewood, in Willow und in Camp Woodbine haben wir bereits die Rätsel gefunden. Und heute geht es um Rätsel Nummer 4. Und dafür befinden wir uns im wunderschönen Ridgeview Court. Als ich danach geschaut habe, oder beziehungsweise gefragt habe, ob er mir einen Tipp geben kann, wo ich ungefähr hier in Ridgeview das Rätsel finden kann, wurde mir gesagt, ich soll doch vielleicht den Außenbereich etwas genauer anschauen. Und das werde ich auch tun. Sonst gehen wir ganz normal rein. Wir haben unsere Wahnsinnseinstellungen mit Multiplikator von 7, irgendwas. Wir jagen Corey Taylor, brauchen ein Foto vom Geist, müssen der Jagd entkommen und müssen den Geist mit Räucherstäbchen abwehren. Let's go! Bin mal gespannt, was für ein Rätsel wir haben. Ich habe, ja gut, das ist jetzt ungünstig, dass ich Schnee habe. Ich habe noch vom letzten Mal, als wir ein Rätsel gesucht haben in Sunny Meadows, hatte ich noch Schnee eingestellt und diese Einstellungen hatte ich jetzt hier beibehalten. Ich schaue mich hier gut um. Aber hier sieht bis jetzt alles fresh aus. Hier ist alles clear. Aber ja, der Schnee wird natürlich auf der Jagd nach den Geistern ein bisschen nervig, aber schauen wir. Schauen wir. Okay, hier ist noch alles clear. Auf dem Boden ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist alles super. Nochmal Blümchen. Alles fresh. Okay, mir wurde gesagt, ich soll mich außen gut umschauen. Aber hier ist alles clear. Vielleicht hieß es auch, okay, ich soll vielleicht aus dem Fenster schauen. Das könnte natürlich auch sein. Und nein, dieses Haus hat nicht viele Fenster. Nein. Fenster? Wer ist er? Schau hier nochmal, denn hier könnte natürlich zwischen den Dingern irgendwas sein. Aber hier ist alles fresh. Gut, dann gehen wir ab ins Häuschen. Schau nochmal hier den Zaun an. Hier habe ich noch nicht geschaut. Decke nochmal anschauen. Hier wird alles gründlich angeschaut. Abmarsch ins Häuschen. Okay, hier ist alles super. Gut, hier durch die Fenster müssen wir nicht schauen. Ich gehe jetzt erstmal nach unten oder in die Garage, je nachdem, und hole den Breaker. Mach den Breaker an, besser gesagt. Ich bin mal sehr gespannt, was uns hier erwartet für ein Rätsel. Vor allem Ridgeview mag ich ja eigentlich sehr, sehr gerne. Das ist eines meiner Lieblingshäuser, wenn nicht sogar das Lieblingshaus. Auch wenn ich sagen muss, die Namensänderung hat dem... Ja. Ist einfach doof. Ridgeview Court hätte ich nicht so geil an wie Ridgeview Street House. Aber okay, ja. Es gab schon zu viele Roads oder Streethäuser. Deswegen ist es jetzt nicht so dramatisch. Das Gute ist, während das sich hier temperiert, kann ich schon mal so ein bisschen auf die Suche gehen, denn ja, jetzt hier mit dem Thermometer rumzulaufen, es dauert, bis es sich temperiert hat. Okay. Können wir uns hier jetzt schon mal die Räume ein bisschen genauer anschauen. Ich achte jetzt natürlich hier so ein bisschen auf die Fenster, aber eigentlich kann es doch hier draußen gar nicht sein. Das würde mich auf jeden Fall sehr wundern. Da war bereits ein Gegenstand, könnte auch Standardzeug gewesen sein. Aber weit in der Ferne. Und ich würde sagen, oben. So, hier ist alles clear. Ich könnte es mir auch irgendwie in einem Auto vorstellen. That's what he said. Und das mit den Spiegeln haben sie immer noch nicht gefixt, dass man hier nach draußen schauen kann. Aber, ja, okay. Kleiner Makel, aber... Irgendwann werden sie es fixen, hoffe ich. Hier ist alles clear. Wo ist das Rätsel hier in Ridgeview? Vielleicht war das mit dem draußen genau umschauen auch nur ein Tipp, dass ich die Fenster genauer anschauen muss. Könnte vielleicht durchaus sein. Das lässt mir keine Ruhe. Ich habe eben diesen Tipp bekommen. Ich soll draußen genauer schauen, aber hier ist nicht. Das lässt mir keine Ruhe. Weil es muss ja groß genug sein, dass man es schön lesen kann, aber nicht zu groß, damit es halt zu auffällig ist. Und das wäre auch irgendwie ein bisschen langweilig. Und wenn wir jetzt uns einfach mal daran erinnern, wie groß die anderen Rätsel waren. Hier könnte man auch noch nach draußen schauen. Leider kommt man hier nicht raus, was ich immer noch sehr, sehr schade finde. Aber ne. Na,
Aber ich muss sagen, dennoch ein schönes Gimmick. Ich bin nur gespannt, worauf es hindeuten soll. Was man dadurch erkennt, weil es sind ja Buchstaben und es sind scheinbar zwei Wörter. Na, wir haben links die 5 Rätsel oder 5 Zeichen und rechts haben wir die 4 Zeichen. Könnte auf den Namen hindeuten, also irgendwas Spezielles oder sowas wie... Ja gut. Okay, das ist auf jeden Fall ein Radio. Ich dachte jetzt gerade so irgendwie, dass es drauf deutet, Charakteranpassung oder sowas. Halt irgendwie so ein Schlagwort. Was sein könnte, vielleicht eine neue Map mit zwei Namen? Könnte ich mir gut vorstellen. Hier haben wir ein paar... What the fuck? Alter. Das kannst du doch nicht machen. Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich habe einen Herzinfarkt. No. Alter. Okay, Ladies and Gentlemen, guter Start. Sehr guter Start. Hier haben wir 10 Grad, aber ich werde jetzt erstmal... Ich werde jetzt erstmal hier Licht anmachen. Ich brauche hier ein bisschen Sonnenschein. Alter, ich habe einen Herzinfarkt. Zum Glück nicht, also na, damit ist eigentlich auch nicht zu spaßen, aber es hat sich so angefühlt. So, hier erstmal Festbeleuchtung. Entschränken kann es ja eigentlich nicht sein. Sollte ich jetzt hier das Rätsel nicht finden, werde ich kurz im Internet nachschauen. Oder ich zeug das Haus fertig und ihr könnt mir dann noch einen neuen Tipp geben. So können wir es natürlich auch machen, das ist mir lieber. Ich schaue nicht gerne im Internet nach irgendwas, denn letzten Endes... Naja, der Vorteil eines... Der Vorteil eines Streamers ist natürlich auch, er hat eine Community, die dann miträtseln kann, vielleicht Tipps geben kann, dass es halt, ja, dass man die Community mit einbindet. Das finde ich schöner, als wenn man einfach nur stumpf irgendwas googelt. Genauso wie in Spielen. Ich habe eine Kollegin, die zockt ein Spiel und noch bevor sie alles kontrolliert hat, eingeschaut hat, blabiblub, googelt sie bereits, wo sie alles finden kann. Und, naja, nee, da bin ich komplett raus. Ich habe gerade eigentlich, ich habe da hinten die Fenster nicht angeschaut. Wie habe ich vergessen, dass ich die Fenster anschauen wollte? Aber ja, hier, nee. Kann ich mir nichts vorstellen. Er hat oben einen Vibrator angemacht, also er ist sehr, sehr aktiv. Er hat direkt ein Event gegeben. Dämon ist es nicht, aber auf jeden Fall ein Geist, der mich hasst. So, ich schaue jetzt noch ein letztes Mal hier außen. Könnte ja auch sein, dass hier irgendwie so ganz, ganz klein ist. Deswegen schaue ich jetzt auch nach einer Fleck an der Wand. Aber hier ist alles frisch. Kann man hier irgendwas bewegen? Nein, hier am Fenster ist nicht. Am Ende hieß dieser Tipp von meinem Kollegen genau das Gegenteil. Dass ich nicht draußen schauen soll, sondern drin irgendwo. Dass das so sein Tipp war, ohne zu spoilern, einfach mir zu sagen, ja, schau draußen, so nach dem Motto, okay. Mit dem Tipp kann er nichts anfangen. Könnte natürlich auch sein, dass es sich irgendwie nach dem Wetter richtet. Ich dachte gerade, hier war ein Fleck am Boden. Oh nein. Ich sehe bei bestem Willen gar nichts. Hier ist alles clear. Das hier gefällt mir auch nicht. Ist unsauber gearbeitet. So, den schönen weißen Zaun anschauen. Der ist immer noch schön weiß. Dort ein Fleck. Nee. Nein, das wäre es ja jetzt, wenn es wirklich nur so ein kleiner Fleck wäre. Oder am Band. Nee. Okay, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt. Ich werde, glaube ich, für dieses Rätsel noch im Internet schauen. Wir haben noch ein paar Rätsel. Und dann könnt ihr mir bis dahin in die Kommentare packen. Bis zum nächsten Rätsel sozusagen. Wie wir es haben wollen. Oder wie ihr es haben wollt, besser gesagt. Sprich, ob ihr wollt, dass ich Zukunft dann eben im Internet schaue, damit ihr das Rätsel in dieser Folge kriegt, oder ob ihr mir dann sozusagen durch Tipps weiterhelfen wollt. Ladies and Gentlemen, ich hab's gefunden. Ich habe jetzt im Internet geschaut, da stand draußen, rechte Seite von der Tür, unterm Fenster, und das ist nicht unter Fenster. Also ich habe einfach nur nicht genau geschaut, deswegen dennoch danke an meinen Kollegen für den Tipp. Das hier ist unser Rätsel. Was? Wo Hand sollen sein in ganzer Sicht? Das Wasser fällt in voller Pflicht. Was? Wo? Hand?
Wohin? Wohin sollen sein? In ganzer Sicht. Das Wasser fällt in voller Pflicht. Also Wasser fällt in voller Pflicht, würde ich sagen, ist wieder auf das Wetter, sprich starker Regen. Volle Pflicht ist für mich stark. Wohin sollen sein? In ganzer Sicht. Man muss dazu sagen, das Original ist auf Englisch und auf Deutsch ist es halt so übersetzt worden, damit es ein Reim ist. Aber die Art und Weise ist sehr speziell. Wohin sollen sein in ganzer Sicht? Also Hände. Und man muss sie sehen können. Da würde mir jetzt nur das Prison einfallen, ehrlich zu sein. Weil ne, Hände, Handschellen und man soll sehen, ne, dass da nichts ist. Die anderen Häuser haben nichts mit Hände zu tun. Außer vielleicht noch Sanimeras. Aber da hatten wir schon unser... Ah ne, ja doch, da hatten wir schon die Brennöfen. Deswegen ist das raus. Schule vielleicht noch? Highschool? Aber... Ja, man muss ja nicht immer die Hände sehen. Oder was heißt nicht immer? Klar, man sitzt halt da mit den Händen auf dem Pult, aber nö. Wie gesagt, sonst würde mir nur Prison einfallen wegen den Handschellen. Handschellen und dann, na, sieht man ja die Hände. Das würde mir einfallen, sonst hat, glaube ich, kein Haus irgendwas mit zu tun. Aber sonst hätte ich, ganz ehrlich, sonst hätte ich keinen Plan. Und hätte ich hier nicht am Anfang Hand gelesen, dann wäre ich auch, glaube ich, nicht auf den Zusammenhang mit Hand gekommen bei Hand. Wo Hand sei, sollen sein, in ganzer Sicht. Das was, ja. Ich würde jetzt, wie gesagt, sagen Prison und starker Regen. So, ab mal schön ins Haus jetzt erstmal. Und ja, der Tipp war doch korrekt, aber Alter. Ich habe nach einem etwas größeren, was auch immer, gesucht. Warum? Was hast du für ein Problem mit mir, Kollege? Hey, was hat der? Wieso hasst er mich so? Das war das zweite Event. Revy? Revy vielleicht? Bei dem Ball vorhin dachte ich schon an Revy, denn ich habe mir das Phänomen gehabt oder die Theorie aufgestellt mit meiner alten Streaming-Partnerin, der guten Arani, mich Nachtherrin. Dass Revys gerne mit dem Ball spielen. Denn wir hatten immer Revys, die diesen Ball bewegt haben. Oder wenn der Ball bewegt worden ist, war es ein Revy. Darum geht's auch. Und ja. Ja, Revys können ja auch alles sein. Die können aktiv, passiv und blabiblub sein. Damit wird es auch passen. Was mir nicht gefällt, ist, dass hier 8, irgendwas Grad sind. Aber auch hier im Flur. Gefällt mir nicht. Und warte, wo ist mein EMF? Dankeschön. Ich nehme ganz gerne das EMF mit, wenn der Tür bewegt wird, damit ich schnell erkenne, welche Tür. Echt, die Tür? Die ist zu? Nee. Ich schaue trotzdem die Tür hinten nochmal an, weil die schon offen ist. Aber so wie es aussieht, keine Fingerabdrücke. Was bedeutet, mal ein Kontrast zumindest zum letzten Video. Dort hatten wir Fingerabdruck als ausschlaggebenden Beweis. Für alle, die es nicht gesehen haben, Vorsicht, Spoiler. Wo war der Vibrator? Hä? Er hat einen starken Wirkungsbereich. Er ist sehr, sehr stark am Roman. So, jetzt sehe ich die bewegte Tür. Die bewegte Tür. Nicht machen. Das ist auch noch so ein Klassiker aus meiner Anfangszeit mit Phasmo. Die bewegte Tür. So, aber keine Fingies. Check. Dots und Orb, das wird jetzt wiederum spannend, muss ich sagen. Gut, er ist im Flur, höchstwahrscheinlich. Aber sein Wirkungsbereich ist echt enorm. Wie gesagt, ob man das jetzt einfach nur, ob es jetzt einfach nur daran liegt, dass er eben Flurgeist ist und deswegen, ne? Oder ob er stark roamt. Oder sogar ein Zwilling ist. Oder Zwilling hat. Ist jetzt die große Preisfrage. So, ab und nach drin. Sanity-mäßig hoffe ich, dass noch alles im grünen Bereich ist. Wir sind jetzt ja in einem kleineren Haus, also ist der Sanity-Drain viel größer als in Sunny Meadows. Schau mal. Schau mal. Mein Problem ist, ich glaube, ich muss niesen. Einfach Luft anhalten. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Oh, holla, holla. Holla. Gut, dann wieder Orb suchen. Also wir haben die Box, wir sind im wahnsinnigen Modus, das was bedeutet nur ein Beweis, aber, na, der Mimik ist ja immer noch offen. Aber, Respekt für die Stimme, Monsieur.
Wir haben das hier zur Auswahl. Ich habe ein Foto von ihm gemacht, er ist nicht verschwunden. Kann es sein? Hier sieht man ihn auch wunderschön auf dem Foto. Also, Phantom, ciao Kakao, schön, dass du da gewesen bist. Momentan macht mich das Gespenst ein wenig nervös. Hat die Möglichkeit, hinter mir zu spawnen. Deo, Moro sind drinnen. Sind drinnen wegen Box. Eigentlich ist alles drin. Na super. Also, Gespenst. Fußabdrücke im Salz. Wenn ja, dann nö. Wenn nö, dann ja. Spirit ist so ein bisschen Ausschlussverfahren. Poltergeist bewegt viele Gegenstände. Das macht er sehr selten. Aber wir warten noch bis zur Jagd. Mare würde passen aufgrund dieser Licht, der ganzen Events. Licht war aus, sie kann sich austoben. Yokai, schwierig. Er hat die Events direkt in meiner Phrase gegeben. Das bedeutet, es kann auch ein Yokai sein, der auf meine Stimme reagiert hat. Auch als wir gerade oben drin geredet haben, mit der Box, wurde er wieder aktiver. Könnte Richtung Yokai gehen. Onryo, Kerzen, Zwillinge. Alles ist irgendwie plausibel gerade und wir haben nicht so viele Geister, die wir während der Jagd ausklammern können. Das ist gerade nicht ganz so einfach. In diesen Momenten hoffe ich immer auf ein Orb für ein Mimic. Schau mal. Wobei, machen wir es so. Ich bringe schon mal die Kerze mit rein. Hallo? Danke. Dann können wir auch den Onryo-Test machen, wobei der Wirkungsbereich hier gerade sehr groß ist. Wir werden einfach alle vier nebeneinander platzieren und werden schauen, wie viele Kerzen auf einmal ausgeboostet werden. Versteck haben wir oben. Jein? Vielleicht? Keine Ahnung. Wir müssen hier jeden Raum anschauen. Das Problem ist, durch die Events ist unser Sanity stark gedroppt. Hier haben wir Versteck. Und bitte mach. Lass zumindest die Radios aus. Und ja, den Knochen müssen wir auch noch mitnehmen. Ey, das ist der Stress hier. Das ist Wahnsinn. Ich schaue jetzt hier einfach überall rein, ob mir hier zufällig ein Orb um die Ohren geflogen kommt. Also wie gesagt, sehr, sehr aktiv. Diese Aktivität könnte vielleicht auf einen Poltergeist deuten. Das könnte wirklich auf einen Poltergeist deuten. Denn er macht schon sehr, sehr viel. Hätte auch ein Teil sein können, beispielsweise aufgrund der Aktivitätsrate am Anfang, aber die müsste jetzt langsam wieder droppen. Er hingegen ist immer noch motiviert. Wo ist mein Fotoapparat da? Wir holen uns jetzt den Knochen. Hier ist unser Versteck. Hier gab es mal einen richtig coolen Bug. Das war ein... ja, ein Versteck, in dem du nicht getötet werden konntest, wenn du hier reingehst, dich hier in die Ecke stellst und die Türen so aufmachst. Denn der Geist wollte dann direkt zu dir reingehen. Ich mache jetzt mal Radio aus. Alter. Aber durch den Winkel ist er an diesen Türen nicht vorbeigekommen. Er hat sich an diesen Türen festgebackt, sprich, du musstest die Türen aufmachen und hier in der Ecke sitzen. Wenn er von der Seite kam und hier stand, hast du ihn gesehen. Das war sowohl cool als auch... ja, das war eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Aber es hat funktioniert damals. Da muss ich sagen, diese Verstecke vermisse ich zum Teil noch. Weil es halt, gut, für mich war das halt sehr, sehr praktisch. In diesem Verstecken kam der Geist richtig nah an dich ran. Und es war für mich super, ein Thumbnail vom Geist zu... also ein Foto vom Geist zu kriegen für das Thumbnail. Das war damals super. Klar... es war in den Bugs und ja, sollte nicht sein, theoretisch. Aber es war trotzdem cool. War trotzdem cool. Ich weiß nicht, ich habe mal bei einer anderen Streamerin, die gestorben ist, obwohl sie in dem so einem Versteck war, habe ich geschrieben, ja, hey, wieso nutzt du das Versteck nicht? Hat sie gemeint, ja, Leute, die dieses Versteck nutzen, die sind zu blöd für Phasmo, die können es nicht und nur deswegen machen die es und bla bla bla. Dieses Radio. Dieses Radio. Alter. Ich nehme jetzt Handy die Pin, damit ich einfach ein bisschen Zeit habe jetzt. Wir wollen auch noch Kerzen mit reinbringen und dann gehe ich runter in den Keller und mach, in die Garage und mach den Breaker aus.
Diese Radio rast. Ich raste aus. Ich raste aus. Und vor allem, ich will noch was vorbereiten. Und zwar Gegenstände im Flur platzieren. Auf jeden Fall, dass es ein Poltergeist ist. So, ich nehme jetzt nur zwei Stück. Wir haben ja einen normalen Sanity Drain von 100%, deswegen, ja, nicht tragisch. Ich gehe jetzt erstmal ab in die Garage, mache den Breaker aus, damit er diese Kack-Radios nicht mehr verwenden kann, denn ich raste wirklich aus. Erst dieser Herzinfarkt am Anfang, und jetzt die ganze Zeit diese Radios. Ich bin zwar auch ein Fan von Rammstein Radio, aber das ist was anderes. So, kurz abreagiert. Manche Geister wollen dich einfach nur in den Wahnsinn treiben, und es macht... Ich werde jetzt... Ah nee, der Breaker war sogar aus. Nein, der funktioniert... Oh, früher hat das funktioniert. Früher hat das funktioniert, da war es egal. Also, ne, Breaker an, gleich elektronische Geräte funktionieren. Auch Radios. Breaker aus, die funktionieren nicht, aber... Ich raste einfach aus. Mach diesen Kack-Radio aus. Die Senfer. Der Deutsch-Eggnetz. So, und ich klaue mir jetzt hier ein paar Gegenstände, insofern ich Gegenstände finde. Den Vibrator kann er theoretisch behalten. Mir geht's jetzt darum, ein... Alter. Ich nehme deinen Vibrator weg. Es war theoretisch, angeblich nur ein Handy, aber... Wer weiß, was er damit macht. So. Warum ich das hier platziere? Ganz einfach. Ein Poltergeist... hat eine erhöhte Frequenz, Gegenstände zu werfen während der Jagd. Er muss alle 0,5 Sekunden Gegenstand werfen, sofern einer in der Nähe ist. Wenn natürlich logischerweise keiner in der Nähe ist, kann er keinen werfen, dann nicht. Deswegen packe ich hier jetzt sehr viele Gegenstände hin. Ich hole jetzt, by the way, gerade noch die letzte Kerze. Packe hier jetzt sehr viele Gegenstände hin. Damit... Räucherstäbchen... Kann ich jetzt schon mal reinbringen. Einfach, damit er dann auch die Munition hat. Und wenn es ein Poltergeist ist, merken wir dann bam, 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 bam. Schwierigkeit ist, der Moment, in dem er den Gegenstand nimmt und der Moment, in dem er landet und ein Geräusch gibt, ist unterschiedlich. Das könnte teilweise verwirrend sein. Aber, ja, so hat er zumindest die beste Voraussetzungen. Sollte er jetzt hier irgendwie erscheinen, habe ich ein Problem. Denn ich habe mein Feuerzeug unten. So. Einfach nur hier alle paar Meter ein Gegenstand. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Teddy, weiß ich nicht. Also Teddy C, glaube ich nicht. Warum? Ich hole jetzt erstmal mein Feuerzeug, denn langsam könnte es wieder ein Bait sein. Was hat der mit diesem Radio? Hey. Ganz ehrlich, diese Runde hier, das ist eigentlich mein Lieblingshaus. Aber diese Runde ist hier gerade echt eine Geduldsprobe. Einfach wegen diesem Kackradio und diesem Jumpscare. Pass mal, hat keine Jumpscares. Nein. Oh, willst du das Licht anmachen? Geht's nicht. Ach, das ist aber traurig. Vielleicht könntest du das Licht anmachen, wenn du mit diesem Kackradio aufhörst. Dann hätte ich vielleicht den Breaker angemacht, aber so nicht. Hast du dir verspielt. Tür bewegt und dann direkt danach ein Gegenstand. Das geht schon Richtung... Na, das geht schon Richtung... Poltergeist. Hier noch was hin und hier noch ein Schüchchen. Hier drunter liegt auch noch genug. Genau. Er wird sehr wahrscheinlich... Warum hier bei mir? Achso, das war die Tasse. So. Es ist nicht ganz perfekt. Wie aktiv er ist. Ich bin da selber im Poltergeist, ja. Ihr blickt selber für euch mit, was es sein könnte, was ihr vermutet. Aber ich denke, die meisten werden jetzt wahrscheinlich Richtung Poltergeist gehen momentan noch. Ob das gleich immer noch der Fall sein wird, ist natürlich die große Preisfrage. So, also mehr Gegenstände geht jetzt nicht. Also theoretisch schon, wir können das ganze Haus hier nach oben räumen. Was habe ich dir getan? Jetzt mal ernsthaft, was habe ich dir getan? By the way, ein Event mit diesen Einstellungen... ist eine Dose Pillen. Ne? 10% sind weg. Gut, bei manchen Geistern sogar 20%. Ne? Phantom und Oni. Also wir könnten jetzt wieder in Hunting Range sein. Bedeutet, gleich wird es vielleicht wieder spannend. Ich kann jetzt mal hier kurz schauen.
wenn er spawnt, direkt anfangen zu räuchern. Wir haben jetzt keine Kruzifix unter uns, was bedeutet, es könnte sehr eng werden. Deswegen direkt räuchern. Natürlich doof, dass er runtergegangen ist. Schwer zu sagen. Hast du mir gerade ein Event gegeben? Keine Ahnung. Ich bin immer noch irgendwie beim Poltergeist. Wir schauen jetzt einfach mal, wie hier die Gegenstände verteilt sind. Bewegt? Bewegt, nicht bewegt. Hier hat er alles. Alter. Ah ne, ich sehe einfach nur die Gegenstände nicht. Er hat schon viel bewegt, aber nicht ausreichend, bin ich dabei. Ich bin aber trotzdem bei Poltergeist. Ich kann mir nicht helfen. Hier unten hat er auch ein bisschen bewegt. Er ist halt schwer zu deuten. Manche Gegenstände, so wie zum Beispiel der Ball, die hüpfen, die geben mehrere Geräusche. Oder je nachdem, wie irgendwas hinfällt, können daraus zwei Geräusche resultieren. Das macht es nicht ganz einfach. Überlegen wir mal. Also, die beiden sind raus. Zwilling ist raus. Ja, wobei. Erste Jahr kam mir schneller vor, aber da hat er uns auch gesehen. Wir müssen jetzt noch eine Jagd haben, im Schrank versteckt. Ne? Mimik ist für mich auch raus. Noch Salz für das Gespenst bringen. Damit wir das auch noch safe ausklammern können. Mare. Wir könnten alle Lichter anmachen. In allen Räumen oben. Eine Mare. Warte mal, habe ich jetzt Reichstippen dabei? Ja. Mare müsste dann dadurch eine Verhaltensänderung zeigen. So, dich mit rein und ich natürlich mit rein. Erhöhte Geschwindigkeit. Ja, definitiv erhöht. Und ich bin tot. Ah, Kacke! Ah. Ich weiß es nicht, ob Zwillinge oder Moro. Ich würde eher Zwillinge sagen. Kacke! Kacke! Jetzt bin ich gespannt, was wir haben. Bin ich gespannt. Das war eine erhöhte Geschwindigkeit. Aber geht's in Richtung Zwillinge oder geht's in Richtung Moro? Zwillinge. Wieder Ziel verbucht. Ich bin zwar verreckt, aber das wieder Ziel verbucht. Gut. Das ist natürlich immer eine Schwierigkeit. Zwillinge können ja auch zwei Gegenstände bewegen. Beziehungsweise ein Poltergeist kann zwei Gegenstände im gleichen Moment bewegen. Zwillinge können Gegenstände fast im gleichen Moment bewegen. Aber entscheidend oder interessant ist auch, sie können jetzt hier einen Gegenstand bewegen und einen weiter weg. Sprich, du hörst dann auf der einen Seite einen nah und einen fern. Beispielsweise. Das könnte zum Beispiel dieser eine Gegenstand vorhin gewesen sein, als wir vorher die Tür gehört haben. Ist natürlich doof, wenn sie zwei Gegenstände bewegen, die in gleiche Richtung liegen. Also wieder Ziegverbuch, auch wenn ich verreckt bin, die $32 gerne in meine Tasche. Kann man sich ein neues Spiel kaufen, wie zum Beispiel Sons of the Forest. Kann ich nur empfehlen. Ja. Schade, dass ich verreckt bin. Ich hätte, als ich gemerkt habe, die Tür geht zu, direkt Licht aus, ab nach unten in den Keller. Dort hatten wir auch versteckt, das hatte ich vergessen. Und in der Panik habe ich auch vergessen, ich kann nicht sprinten. Keine Glanzleistung. Aber Geist erkannt, wird als Sieg verbucht. Ich bin happy. Ich hoffe, ihr seid es auch. Verrückte Folge heute, dieses nervige Radio und der Jumpscare. Aber ich bin jetzt wach. Ich bin jetzt wach und kann jetzt schön bearbeiten. Mit euch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.